und herzlich willkommen zur 12. Ausgabe von The Toys That Made Us oder wie wir es nennen, Spielzeug. Ganz genau. Wir beschäftigen uns heute mit etwas, mit dem ich tatsächlich auch als Kind gespielt habe, was glaube ich auch ein bisschen generell für meine Science-Fiction-Vorliebe verantwortlich ist. Wir haben nicht nur Lego hier, wir haben vor allen Dingen Lego Space hier und wir haben zwei Versionen von Lego Space hier. Thorsten. Genau, Lego hat zum 90. Geburtstag, dieses Jahr ist ja das 90. Jubiläum von Lego, einige Jubiläumssets rausgebracht. Jubiläumssets, mein Gott, gar nicht so einfach. Darunter eine riesige Ritterburg für, ich glaube, über 500 Euro. Aber auch diesen wunderbaren Galaxy Cruiser von 1922 halt dieses Jahr. Mit der Nummer, das ist bei Lego-Fans immer besonders wichtig, 10497. Und das ist sozusagen eine Hommage an das alten Galaxy Cruiser mit der Kennnummer damals in Deutschland 928 oder auch in den USA 497. Deshalb ist auch die 10497 und hier die 497 in Amerika rausgebracht. Und ihr seht schon, wir gucken uns jetzt gleich mal an. Ihr seht natürlich schon, dass das neue Schiff natürlich wesentlich größer und gigantischer ist als das kleine Moped, wie du es immer so schön sagen würdest halt. Und aber es ist schon so, das muss man einfach sagen, bei beiden Raumschiffen geht einem als Lego-Fan der ersten Stunde, sage ich mal, nicht von Lego, aber ich bin halt auch sehr früh damit sozialisiert worden. Mit 4 oder 5 habe ich mit den ersten Lego-Steinen gespielt. Damals gab es noch kein Duplo halt, sondern mit den richtigen. Und das war ein Set, was ich mir eigentlich immer gewünscht habe. Ich habe nur das Modell dazwischen. Es gab 3 Raumgleiter, einen kleinen, einen mittleren, einen großen hier, und ich habe den mittleren bekommen, weil das damals unerschwinglich war. From the farthest reaches of imagination comes a Lego space set with all kinds of pieces to build all kinds of spacecraft, like this. I think it should have a big middle part and 2 little sides that stick out. Yeah, that's it. My ship should be long, with lots of booster engines. And see, it can even carry things. Verkaufpreis heute 99 Euro, im Verhältnis zu den Lego-Preisen heute auch ein verdammt günstiges Set in Anführungsstrichen, wenn man verdammt den Steine... Verdammt wenn man günstig den, würde wenn man ich den, nicht sagen. Den Steinepreis, den Steinepreis bringen. Ja, aber wir haben 1254 Teile für 99 Euro. Übrigens alle gezählt, damit das auch wirklich stimmt. Nein, das wird natürlich immer angegeben. Und das heißt, der Lego-Steinepreis liegt bei unter 10 Cent. Das ist heute schon ein Traum bei Lego-Sets. Halt, manchmal liegt er auch bei 14, 15, 16 oder 18 Cent pro Set. Das heißt, du hast auch Sets in der gleichen Größe, die kosten auch gerne mal 150 oder 199 Euro. Haben wir jetzt zukünftig wie beim Trashometer, haben wir jetzt den Lego bei Peace-Preis irgendwie eingeblendet? Nee, aber das machen, ich gucke ja öfters so Lego-Reviews, das machen halt die bei den Lego-Reviews, sind das die wichtigsten Zahlen. Wie viele Steine, was ist der Gesamtkaufpreis, was ist der Steinepreis, und wenn sie richtig cool sind, das ist meiner Meinung nach auch das einzig vergleichbare Mittel, das Gewicht. Weil du kannst auch 25.000 Steine da reinlegen und hast nur so 1x1 Pünüppel da drin und nicht irgendwelche Scheiben. So, das ist ja schwer zu vergleichen, finde ich. 1200 Steine, da können ja auch ganz viele Ministeine bei sein oder auch ganz viele große Steine, wenn du so eine Achterbahn hast. Das ist vollkommen hast. Richtig, aber ich musst würde du den Gewicht, sagen... das Durchschnittsgewicht nehmen, sozusagen, ja, pro Stein. Ich, so. Ja, das aber Thema hätte ich besser nicht gestartet. Das wollte ich noch kurz sagen, bevor du weiter loslegen darfst. Das Set hat damals, ich weiß es nicht genau, ich habe es auch nicht mehr gefunden, auch lag ungefähr um 100 Mark rum. Vielleicht waren es 89 Mark, vielleicht waren es auch 120. Ich habe es nirgendwo gefunden im Internet. Du kriegst nirgendwo mehr UVPs und ich habe keine alten Listenkataloge. Aber insofern sind die jetzt, wir können ja Euro mit D-Mark nicht vergleichen, das wissen wir ja alle, aber die sind ungefähr in der gleichen Preislage zur jeweiligen Zeit gewesen. Was wir allerdings vergleichen können, sind tatsächlich die beiden Modelle und das werden wir dann tatsächlich auch mal tun. Und deswegen schnappe ich mir mal, auf meiner Seite ist ja das Originalmodell, der Set-Designer, das will man ja an der Stelle auch erwähnen, jetzt muss ich ihn ablesen, Jens Nygaard Knudsen, der hat sogar Knudsen, der hat auch weitere Space-Sets gemacht und ist übrigens auch quasi Creator, Erfinder der Lego-Mini-Figur, so wie sie da steht, und die ist tatsächlich, die ist A, patentiert worden und ist heute immer noch patentiert und tatsächlich das einzige von Lego, was sie tatsächlich noch ordentlich patentiert haben oder was sie patentieren können, weil das bei den Steinen nicht mehr möglich ist. Richtig, die Figuren selber sind allerdings tatsächlich noch patentiert.
Und wer sich fragt, wie Lego-Figuren ausgesehen haben, bevor Herr Knutzen die heute noch bekannte Form der Minifigur im Jahre 1978 vom Stapel ließ, der sollte sich mal dieses wunderbare Mondlandungsset aus dem Jahre 1975 anschauen. Da wurden die Figuren noch aus Standardsteinen zusammengesetzt und hatten lediglich Armgelenke und einen Kopf, den man aufsetzen konnte, wie bei dieser Mondfähren-Crew. Der Größenvergleich macht auch klar, warum eine Minifigur her musste, wenn man nicht überall gigantische Sets bauen wollte. Übrigens gab es zwischen 1975 und 1978 noch diese Übergangsform, die immerhin schon die Größe der heutigen Minifigur hatte. Aber sonst auch nicht wirklich viel mehr. Ja, und dann würde ich sagen, ich werfe doch mal in kindlicher Freude einen Blick auf das Set. Genau. Und es ist natürlich so bei diesen Sets halt auch, das neue Modell hat die Funktion des alten 1:1 mehr oder weniger übernommen und noch ein bisschen abgegradet. Soll ich das jetzt machen? Nein, das kann ruhig ich machen. Du kannst es nachher auf deiner Seite machen. Genau. Also, wir haben natürlich, also wir wissen ja, klassisch ist das neue bzw. das alte Modell ist etwas kleiner. Natürlich hat das alte Modell, da kommt der Thorsten gleich nochmal zu, auch ein bisschen mehr, nämlich zwei Bodenplatten etc. Dann haben wir hier quasi das Cockpit. Das ist überschaubar von der Größe her. Möchte ich jetzt nicht unbedingt drin sitzen. Und dann haben wir hier hinten. Da war ja, die Ladeluke offen. War die Ladeluke geht ja offen. Gar nicht. Also hier hinten noch ein bisschen rustikal. Man muss also erst einen Stein abnehmen. Und dann, ich mache das jetzt hier mal so. So. Dann kann man das hier aufklappen. Die Ladeluke. Dann kann man die Ladeluke runterdrücken und dann kann man hier mit dem Moped rausfahren. Ja. So. Allerdings. Das war damals schon der Knüller, muss man einfach mal sagen. Das war damals der Knüller. Bei dem mittleren Raumschiff konnte man nur hinten eine kleine Transportbox mit einem Gabelstapler reinfahren. Und dass du ein ganzes Fahrzeug da reinfahren konntest, das war damals schon eine Funktionalität bei einem Lego-Set. Das war der Knüller. Wie gesagt, 79 ist das Ding bei uns rausgekommen. Da war ich gerade zarte 8 Jahre alt. Genau, also du von daher, Welt, ne? Da war ich noch nicht auf der Welt. Also schicke Funktion, hier sieht auf jeden Fall nett aus. Wie gesagt, ja. Zwei Bodenplatten. Ich glaube tatsächlich damals auch als Kind oder auch generell, wenn man damit spielt, finde ich das zumindest die etwas schönere Version, so im Sinne von, dass da noch ein bisschen mehr bei ist. Ja. Allerdings ist der neue Gleiter tatsächlich relativ fesch geworden, würde ich an der Stelle sagen. Und deswegen reiche ich dir. Du hältst einfach mal. Du hältst einfach mal, damit man es auch mal hier so ein bisschen sieht entsprechend. Dieser neue Gleiter ist natürlich 1,5 mal größer als das alte Raumschiff. Es ist schon im Regal, macht es schon was her, muss man einfach dazu sagen. Es ist auch ein Bauspaß, er ist sehr gut konstruiert. Du kannst damit auch spielen, du kannst ihn anpacken, der bricht nicht sofort zusammen, wie viele andere Modelle halt von Lego, das ist das Schöne. Vielleicht bist du zu rabiat beim Spielen. Nein, aber ich habe doch einen 8-jährigen Sohn und der spielt doch auch mit den ganzen Sachen. Und der hat den für extrem super befunden, muss ich mal sagen. Ja. Du hast hier unten auch wunderbar, man sieht auch schön meinen blauen Nagel, wo ich mir letztes Mal draufgehauen habe. Du kannst wunderbar hier unten die entsprechenden Ladefüße ein- und ausfahren, was ich ganz schön finde. Was mir nicht so gefällt, ist, dass die Bodenplatte im Gegensatz zu anderen noch ein bisschen langweiliger ist. Hier hast du wenigstens bei dem alten Set noch ein paar Düsen drunter. Hier ist eigentlich gar nichts mehr drunter, außer die beiden Radarschüsseln. Aber ist ja egal, man guckt ja selten unter die Modelle. Das ist übrigens auch ein großes Manko bei dem Batwing, finde ich, von Lego, den du auch hast. Der sieht von oben super aus und von unten ist der platt wie eine Flunder. Deswegen ist der bei mir auch an der Wand. Ja. Dann sieht man es so. Nicht. Und wenn du jetzt von oben guckst, hast du halt natürlich hier auch eine wunderbare Luke. Da passen alle vier Figuren rein. Das ist schon eine Nummer. Du hast hier, und da kannst du bitte auch noch mal eine zweite Luke, du hast nämlich hier hinten noch ein Labor drin. Das heißt Schlafgelegenheit und ein Roboter, sozusagen einen kleinen Roboter mit Kaffeetassen, sozusagen, der bedient die Crew. Den gab es damals übrigens auch schon, der ist jetzt nicht neu designt. So, nur der hatte damals keine Kaffeetassen und du hast hier wirklich zwei Schlafluken drin, Arbeitsplätze und so weiter. So, und wenn wir jetzt mal umdrehen, die ganze Geschichte, entsprechend, dann hast du hier hinten, wie bei dem alten Raumschiff zum Öffnen, sondern du hast hier entsprechende kleine Steine, wo man sich quasi festklemmen kann, wo sich die Luken festklemmen. Und du hast jetzt hier auch wieder einen Moon Rover, allerdings zwei Dinge. Du klappst das hier runter und ziehst die Laderampe raus und lässt sie runter. Und dann fährt er von alleine los.
So, weg ist er. Finde ich schon mal eine geile Funktion. Ist eigentlich total simpel, mechanisch. Und du hast hier hinten auch nochmal eine richtige Luke. Da also, muss ich ja sagen, ich bin froh, dass Lego manchmal, also neuerdings, so ein bisschen Wert darauf legt. Ja. Das hat mich früher bei diesen Modellen auch immer gestört, wenn man irgendwo reinkommen sollte und dann war da nie eine Tür oder irgendwas. Du erinnerst dich an unsere Folge mit der Playmobil-Weltraumstation? Ja, ja. Die hatten damals auch schon eine Schleuse zum Drehen. Genau, bei wir sind ja bei Lego. Genau. Aber das ist halt, manche machen das und das ist halt jetzt hier auch schon ein bisschen cooler gemacht insgesamt. Auch, dass sich hier zum Beispiel dann auch hier nochmal die Ladeklappe wiederfindet. Und was ich besonders cool finde, das haben sie echt sehr gut gemacht, da musst du nochmal ein bisschen näher rangehen. Dieser Pfeil hier, es ist kein Aufkleber oder so, sondern der ist wirklich gebaut, dreidimensional. Und das ist echt eine coole Sache. Und Aufkleber, auch eine große Diskussion bei Lego-Fans immer, weil Lego immer mehr und vermehrt immer mehr Aufkleber, Sticker reinlegt und die Steine nicht mehr wie hier auch wirklich bedruckt. Mhm. Das ist immer ein großes Ärgernis, vor allem bei hochpreisigen Sets, weil Sticker lösen sich mit der Zeit ab, sehen oftmals nicht gut aus, haben noch manchmal auch noch nicht mal die Farbe, wie beim aktuellen Jurassic Park Set zum Beispiel von den Steinen, die da drunter sind, die da drauf geklebt sind. So, und hier haben wir sowohl bei dem neuen als auch bei dem alten Lego Set sind alle Grafiken, alle Sachen sind Prints. Also auf allen, alle Symbole, Schriftzüge und so weiter, du siehst auch die Rechner, da ist kein Aufkleber drauf, das ist alles auf die Steine gedruckt, was natürlich das Set auch noch mal hochwertiger macht und die Fanherzen höher schlagen lässt. Dann nimm doch mal die rote Lego-Figur hier und zeig uns doch mal die Dr. Strangelove-Funktion. Hm? Die da. Ach so, genau, das wollte ich noch zeigen. Genau, dann machen wir erstmal die hier. Das ist die alte, da wollte ich mich gleich nochmal drauf hinweisen. Es gibt nämlich einen kleinen Unterschied zwischen den alten und neuen. Genau, und hier haben wir noch, wir haben hier die gleichen ja, Düsenantriebe haben genau. Wir hier auch. Da, ja. Ne, hier sehen wir sie. Die haben wir hier ein bisschen fetter. Die Geschichte ist, da haben sie sich noch was einfallen lassen. Du kannst sie hier raushebeln, drehst sie um. Hast hier so zwei für Nippel zum Steuern und dann können die Lego-Figürchen dann auf diesen Raketenantrieben ja, und so weiter, können sie halt hier durch die Gegend fliegen. Ne? Also schicke Sache, lustig noch nebenher. Ich finde, man hätte das durchaus noch ein bisschen ausbauen können, indem man das noch ein bisschen flacher gestalten könnte und so ablegen oder so oder zum Hinstellen, weil so bleiben sie nicht stehen entsprechend. Aber ich finde diese Zusatzfunktion, finde ich persönlich echt ganz witzig. Gefällt mir ganz gut. So, das ist das Schöne daran. Und wie gesagt, ganz ehrlich, wenn man sagt 99 Euro, denkt man ja, viel Geld, aber geht mal in den Lego-Shop, guckt euch mal an, was ihr für 99 Euro bei Lego heutzutage noch so bekommt. Das ist nicht mehr das, was ihr noch vor 3-4 Jahren... Ja, ein bisschen mehr schon. 2 Minifiguren. Ja, aber muss man gucken. Also von der Preislage her, das neue Set 99 Euro. Wenn ihr das alte Set jetzt noch irgendwo bei eBay bekommen wollt, kaufen wollt oder auch bei verschiedenen Steinhändlern, Klemmbausteinhändlern, dann müsst ihr für so ein Set, ich habe es relativ günstig, sogar hier aus dem Bergischen Land in der Nähe noch von einem Lego-Sammler bekommen, müsst ihr mit mindestens 200 Euro rechnen für das alte Set. Und ich muss auch dazu sagen, ihr könnt ja auch, viele kaufen sich die Steine auch wieder einzeln zusammen und bauen die nochmal zusammen. Allein diese popelige Antenne, die ihr hier seht, diese lustige Fernsehantenne, wenn du die irgendwo online bei eBay kaufst, legst du locker 20 Euro hin. Nur für die Antenne. Das gleiche gilt übrigens auch für die Anleitung. Die kannst du dir nochmal vornehmen, ganz kurz. Ja. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Die alte Lego-Anleitung von dem alten Set hat ganze 16 Seiten. Es ist nicht viel. Nee, und man sieht, man hat verschiedene Bauschritte, wo sehr viel passiert teilweise. Und man muss sich da schon so ein bisschen konzentrieren. Das ist jetzt nicht mal einfach so. Also ich kann mich auch an die Lego-Sets damals erinnern. Da war wirklich Konzentration angesagt. Man hat sich schnell verbaut. Die neue Anleitung habe ich jetzt nicht dabei. Blende ich gleich mal ein. Das ist ein Buch. Das ist ein Buch mit über 100 Seiten, wo du wirklich jeden einzelnen kleinen Bauschnitt findest. Und ich frage mich mal, was besser oder schlechter ist. Also ich finde, so ein Mittelding ist ganz gut, weil dieses Buch, wo du für jeden einzelnen Stein eine Seite umblätterst, ist auch nicht gerade der Hit, muss man ganz ehrlich sagen. Und was ich auch noch gefunden habe in der alten Sammlung, das Blatt, das klappst einfach mal auf, es gab früher von Lego so Ideenhefte. Ja, also so, da konnte man wirklich, da hat man hier Lego Space, ja wie gesagt sehr populär, konnte man hier so UFOs nachbauen, da waren so Anleitungen drin und so weiter. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Das Set ist auch von Anfang der 80er irgendwann, dieses Heft hier. Und da hat man einfach auch mal gesagt, hier baut doch einfach mal mutig mal einfach mal ein paar ganz andere Sachen. Hier nicht nur die Sachen, die einfach im Laden stehen, sondern lebt euch einfach aus. Ihr könnt auch andere Farben nutzen und so weiter und so fort. Das finde ich fehlt halt manchmal auch so ein bisschen. Lego
versucht auch wieder mit ein paar Online-Anleitungen die Kids zu motivieren. Aber es ist halt diese Hefte, da war nicht nur Space drin, da war auch jede Menge anderer Rumpel drin. Hier, da konntest du dir eine Polizeiwache nachbauen, eine Stadt konntest du nachbauen und so weiter. Ritterburg war auch mit dabei. Zu allem war was drin, inklusive einem Aufklebersatz, der ist jetzt hier nicht mehr drin. Fand ich damals eigentlich ganz schön, aber wie gesagt, zu Space habe ich auch noch was. Nimm mal bitte. Für die Leute, die es wirklich geil finden und es noch nicht kennen, es gibt, ist auch schon ein paar Jahre alt, es gibt ein Buch, das nennt sich Abenteuer im Lego-Weltraum halt. Von Ravensburger, hat damals mal, glaube ich, 20 Euro gekostet oder sowas, 1999 genau. Und das ist eine Mischung aus Anleitungsbuch und Geschichte. Und du hast richtig geile, geile Sachen drin. Also auch so für Alien-Fans und so weiter, für Weltraum-Fans. Ne? Also Ladepots sind da drin. Unwahrscheinlich viele kreative Ideen, außerirdische Gegner, Bösewichte. Da ist alles drin, inklusive einer Story über die Föderation. Halt, es ist eine Idee, woran erinnert dich das wohl? Also es ist schon ein bisschen, Alien, ne? Ja, es ist immer Alien, ne? Genau. So, und ich finde, dieses Buch ist ein schönes Buch. Hier ist übrigens auch so eine Art Galaxy Cruiser halt. So, es ist eine schöne, es ist schön zum Durchstöbern, zum Blättern und eine schöne Inspiration, wenn man sich mit dem Thema Lego Space noch ein bisschen mehr beschäftigen möchte. Da gibt es halt wirklich jede Menge Inspirationen. Wie gesagt, man kriegt es auch noch, ich glaube auch für den Preis online. Guckt da einfach mal rein. Ja, ansonsten würde ich sagen, so viel zum Thema Lego Space. Was hattest du denn früher von Lego Space, Sven? Den hatte ich. Den hattest du? Du hattest den? Ich hatte den tatsächlich, ja. Ich hatte den nicht. Ich habe mir jetzt gegönnt, sozusagen. Also muss man fairerweise sagen, seitdem das Ding raus ist, sind von dem hier auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, sind die Preise echt in die Höhe geschossen. Also das hast du noch vor einem halben Jahr, hast du dieses Set hier so für um die 100, 120 Euro bekommen. Vielleicht auch 140. Heute ist da unter 180, 200 Euro kaum noch irgendwas zu machen. Und meistens wirklich fehlt die Antenne, ja. Oder ein, zwei von den bedruckten Steinen. Und das sind auch alles Originalsteine. Das merkst du übrigens auch. Das kann man mal testen, weil die beim Zusammendrücken sehr knarzen. Mhm. Da sind die Weichmacher schon raus. Man muss halt aufpassen, dass wenn man die zu kräftig zusammendrückt, da können die auch wegbrechen, die Steine. Die alten Lego-Steine wirklich, ich meine, muss man überlegen, 78, 79, 80, wann das Ding im Laden war, das sind jetzt über 40 Jahre. Also, und es sieht immer noch gut aus. So, und das ist halt eine coole Sache und das macht einfach noch Spaß. Und das Schöne ist ja immer noch, und das finde ich das Geile auch am Lego-System, und da sind wir wieder bei Toys That Made Us, das System. Du erinnerst dich an die Folge? Ja. Die alten Steine passen immer noch zu den neuen Steinen und du kannst sie immer noch miteinander verwursten. Du musst halt nur mit den alten halt ein bisschen aufpassen beim Zusammendrücken, wie gesagt, weil die Weichmacher da schon so ein bisschen raus sind. Kann aber nicht schaden, ist auf jeden Fall gesünder, als wenn du die Weichmacher noch im Zimmer stehen hast. Immerhin im Vergleich zu den Phaserstrahlen der alten TNG-Plastikfiguren, die heute einfach nur noch porös und quasi zu Staub zerfallen, hat sich das hier, glaube ich, ganz gut gehalten. Ich habe so einen Klingonenhund, dem ist hinten, das war auch so eine komische Gummifigur, dem ist hinten der Schwanz abgebrochen. Den nimmst du aus der Packung und dann bleibt der Schwanz drin liegen. So nach dem Motto guckst du so, jetzt zerbröseln sie, jetzt ist es soweit. Ja, wenn die Weichmacher nachlassen, dann bröseln die Schwänze. Ganz genau. Das lassen wir so stehen. Genau. Eine Sache habe ich noch vergessen, es gibt noch ein Zwischenraumschiff, Benny's Spaceship vom Lego Movie, aber das war so abgefahren und so spacey, kostet heute auch schon über 300 Euro, wenn du es kaufst. Das ist gerade mal ein paar Jahre alt, das ist aber sehr spacey, ist aber auch eine Hommage an die beiden oder an das alte Schiff halt. Wolltest du nicht noch auf Figuren unterschiedlich? Ach genau, eine kurze Sache noch, pack nochmal aus. Es gibt einen kleinen Unterschied, woran man die neuen und die alten zumindest Helme erkennen kann. Ich stelle sie mal hier hin. Ich hoffe, man kann es dann so sehen, wenn du dann näher rangehst. Der neue Helm hat hier vorne, ich biege es mal ein bisschen nach vorne, wo du noch was rangehen kannst. So. Der neue Helm ist hier vorne dicker als der alte Helm. Der hat so einen dickeren Wulst hier vorne dran. Das liegt daran, dass die alten Helme gerne, und das hat man ja auch bei Benny als Astronaut im Lego-Movie gesehen, halt hier vorne auch schon eingerissen waren. Die haben es sogar in den Film eingebaut. Mhm. Weil da sind die Helme früher immer gerissen und gebrochen an der unteren dünnen Kante. So, und deshalb haben die neuen Helme jetzt hier wirklich einen dickeren Wulst, der locker 1-2 mm
locker Millimeter dicker ist als der alte Wulstrand. Ich habe es jetzt nicht nachgemessen, aber daran erkennt man es vor allen Dingen. Also wenn euch jemand neue Figuren als alte, weil die gibt es ja momentan auch wieder zuhauf, auch durch verschiedene Sets und so weiter, auch durch das neue Set, jemand neue Figuren als alte verkaufen wollen. Genau, lasst euch da nicht betuppen. Ansonsten habt ihr für die nächste Jeopardy-Episode definitiv parat, woran und warum sich diese Figuren dann unterscheiden. Ja. Und dann würde ich sagen, werfen wir noch mal einen letzten Blick auf die Schönheiten. Und dann war's das. Ja, ich würde sagen, macht's gut, viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Und liked uns, abonniert uns und guckt einfach. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Du auch, ne? Du auch. Ist mir egal, ich stehe hier. Aber ich freue mich, wenn ihr Spaß hattet. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Was ist das da auf dem Schirmcomputer? Eine Raumbasis, Commander. Alle Achtung, das sind ja bemerkenswert fortschrittliche Raumschiffe. Wo kommen sie her? Vom Lego-System. Lego-System? Welche Galaxie ist das? Lego-Landraumfahrt, spannende Abenteuer zum Bauen, Spielen und Sammeln.